Hallo ihr Quirlinge, Lara Croft ist in Cozumel vor den Toren einer Ausgrabungsstätte, hinter der ein Doktor verschwunden ist, dessen Namen ich nicht mehr weiß, das ist aber auch nicht so schlimm, glaube ich. Da sind wir ungefähr, Lara Croft, richtig. Es geht hier an diese Ausgrabungsstätte und ich habe mich hier so durch eine Seitengasse gemogelt. Das war sehr müllig. Gefunden habe ich bisher noch nichts, das macht mir ein bisschen Sorgen. Ich glaube, ich habe schon was übersehen. Wobei, also das ist offenbar das ganze Spielgebiet, hier geht's lang. Da kommt man auch noch rein. Aber wie? Vielleicht, indem man unten hier durchkrabbelt irgendwie. Ja. Ist nur so eine Idee. Ich kann auch endlich rennen. Das war bisher nicht möglich im Spiel. Das war so eine Art Tutorial. Jetzt geht auch rennen. Wir rennen mal weiter. Da ist Licht. Ich komme nicht zurück in den Bereich, in dem ich bisher gewesen bin. Weder durch das Schlupfloch da, noch durch diese Tür hier. Nur zur Info. Was war denn das? Stoff! Stoffstücke dienen zum Herstellen von Spezialpfeilen, Molotov-Cocktails, Waffen-Upgrades und Überreste-Outfits. Überreste-Outfits. Stoff. Das ist dann wohl Stoff. Das ist Medizin. Was das hier ist, weiß ich nicht. Mal durch, Elon. Geht gar nicht. Alles blickt nicht. Schade. Er haust hier wohl. Was sind das für Graffitis? Ach, die sind jugendfrei. Schade. Hier wohnt niemand mehr. Das ist irgendwie Privatgelände. Wände hochklettern. Jawohl. Das ist, drücken Sie hier, um zu springen. Oh, das wird schwierig. Na komm. Hinter diesen Ruinen steckt mehr. Mhm. Wo sind wir? Wir sind in Mexiko, richtig? Eine Maya-Pyramide in so einer Art Höhle. Faszinierend. Bring ihn in die Ruinen. Das ist außerhalb der Hörweite. Nein, bitte. Mach es doch jetzt nicht noch schlimmer. Im Schatten das Gebiet untersuchen? Nochmal ein Check. Diese Überlebensinstinkte, die zeigen mir vermutlich gar nichts. Keine Zeugen. Die massakrieren jetzt irgendwen, aber wer war das? Ah, ist eine Lieferung oder was? Mach dich mal locker, ich bin ja gleich da. Aber vorher interessiert mich dieser LKW hier und diese Pfütze. Schon. Mach endlich. Okay, was soll ich jetzt tun? Okay. Irgendwelche letzten Worte. Warte, warte. Ich bin ein Regierungsbeamter. Ich habe hier eine Aufgabe. Jetzt nicht mehr, Herr Archäologe. Ihr Arbeitsvertrag wurde aufgelöst. Bitte nicht. Ich habe Geld. Ich kann bezahlen. Okay. Okay, so geht das. Kopfschuss. Trinity. Was haben die gefunden? Sie haben sehr lange nach dem Eingang des Tempels gesucht. Wir haben ihn gefunden. Ich muss meine Schwester warnen. Sie wird bald hier sein.
Moment mal, der arbeitet für Trinity? Wieso? Jonah, Trinity wollte gerade einen Archäologen töten. Oh Gott. Ich muss das finden, wonach sie suchen. Hier ist Commander Rogue. Alle Teams bereit machen für Operation Blackout. Wo kommt das her? Funkgerät von irgendeinem Gegner? Die Gegner sind aber auch weg. Nix zu looten, schade. Also nochmal, die beschäftigen Archäologen, um was auszubuddeln. Oh, was ist das hier? Ach doch, das war die Leiche hier. Ah, hier sieht's, liegt sie im Farn. Und der andere Typ? Aber der ist weg. Aber sowas von. Da bin ich doch gar nicht sein. Okay, also ich kann Leichen plündern, bis auf den einen, der ist irgendwie verschwunden. Und die lassen Archäologen was ausbuddeln, um sie dann nicht Augenzeuge werden zu lassen, von was auch immer. Aha. Kombinieren. Da ist eine Kiste, ist bestimmt wichtig. Stoff, irgendwas und irgendwas. Das ist noch eine Säule. Ja, hier. Stoff, irgendwas und irgendwas. Ich wüsste ganz gerne, was das ist, Lara. Sag doch mal was. Das hier ist Medizin. Wahrscheinlich eine Heilpflanze oder Heilbeeren oder sowas. Anatto. Samen aus den rotfarbigen Strauchfrüchten wird zum Heilen verwendet. Wo ist eigentlich mein Lebensbalken? Brauche ich Heilung oder so? Ich würde es ganz gern wissen. Weil so reibungslos wie bisher wird das nicht mehr funktionieren demnächst. Ganz sicher nicht. Schauen wir mal auf die Karte. Ja, diese Winkel habe ich mir alle angeschaut. Richtig. Ja, ich habe halt noch kein Gespür davor, wo vielleicht irgendwas versteckt ist. Und ich weiß auch noch nicht, ob Dinge, die versteckt sind, ob die auf der Karte zu sehen sind als irgendwelche Winkel oder ob die auch auf der Karte nicht zu sehen sind. Das kann man ja so und so machen. Tut doch nicht weh. Das? Bergungsgut. Benutzen Sie Bergungsgut, um zerstörerische Handobjekte herzustellen. Nicht so schnell, Spiel. Ich will das lesen können. Und ein bisschen Medizin. Alles klar. Gibt es eigentlich Autosaves im Spiel? Das wäre auch wichtig zu wissen. Ich meine, noch muss ich nicht dran glauben, aber das wird bestimmt nicht mehr lange auf sich warten lassen. Muss ich eigentlich weiter? Da ist ein Loch. Da hinten bin ich gewesen. Also geht's hier hoch. WW. Also vielmehr Leertaste. Ich kenne diese Figur. Das ist X-Chell, die Göttin des Vollmonds. Oh, und das ist Chak-Chell, der Neumond. Da ist eine Inschrift. Chak-Chell. Der Schlüssel liegt jenseits ihres Blickes. Der Schlüssel. Das ist es. Der Eingang muss da unten sein. Aber jenseits wäre doch dahinter. Ich muss da runter. Da scheint der Mondgöttin, aha. Schaut nur, schick, oder? Wie das wohl tagsüber aussieht. Ich muss noch mal hier ein bisschen gucken, was ich hier machen muss. Das sind alles Hauptmissionen, die ich ja gerade spiele. Es gibt keine aktive Nebenmission. Pfad der Sterne, ja, das ist nichts Neues.
Habe ich jetzt mehr Gold bekommen? Ich hatte vorhin 2000, richtig? Jetzt habe ich 62 dazu bekommen. Ich glaube, ja. Ach, hier steht dann die Haupt... die Klippe hier abklettern. Immer noch Mission im Schatten. Die Klippe hier abklettern. Aha. Also ich muss ja offenbar dahin. Es ist die Frage, wenn ich jetzt hier lang klettern würde, wenn das denn ginge, irgendwie, ob man da was finden würde. Hm. Lara, wie kletterst du? Was habe ich denn hier? Aha. Das ist eine Wumme. Das ist eine andere Wumme. Pfeil und Bogen. Ja, das sind nur die Waffen. Da wird geschossen. Okay, verstehe. Aber wie kletterst du? Was sagt denn die Controls? Nach oben schwimmen, Nahkampf entsprechend schießen, herstellen. Schießen, herstellen, zielen. Ach, rollen kann ich auch. Aha, okay. Sprinten, schnell schwimmen, springen, interagieren. Also bevor ich ja gleich übel auf die Schnauze falle, speichern. Ah, hier geht's weiter. Drücken Sie hier, um zu springen. Ja. Oh je. Yeah. Nach oben geht's offenbar nicht. Abseilen, drücken Sie, oder? Um sich einer Kletterwand mitten abzuseilen. Okay, das müsste gehen. Aha. Jetzt hast du das Ding da oben gelassen. Diese Kralle. Loslassen beim Abseilen. Drücken Sie C und Boden, um sicher zu landen. Au. Oh. Das Seil ist weg. Ach. Dieses Spiel mag keine Rückwege. Das heißt, hast du irgendwas nicht gefunden, kommst du nie wieder hin zurück. Eieiei. Alles klar. Ich glaube, ich werde in diesem Spiel definitiv nicht alles finden, obwohl das normalerweise meine Art ist, aber das werde ich nicht schaffen, wenn ich nicht dahin zurück kann, wo was vergessen wurde. So, wo sind hier die porösen Stellen? Das ist offenbar zum Dranhangeln. Hier ist Commander Rook. Sofort die Stätte sichern. Wenn Dr. Dominguez eintrifft, gehen wir zusammen rein. Da ging es weiter. Blöde Frage, andersrum. Da können wir nur... Also ich kann die Kamera auch nicht unendlich weit drehen. Weiter nach rechts geht's nicht, als jetzt hier so. Okay. Ich habe bestimmt ganz viele Zuschauer, die Tomb Raider kennen. Aber ich kenne es halt nicht. So, lass mich raten, hier geht's nur nach unten. Geht das bis ganz nach unten? Also bis zum Dings hier, das Seil? Oh, Lara! Das war ich nicht, das warst du selber. Gibt es hier Agavendicksaft zum Einsammeln und so? Hm? Nee? Schade. Da oben. Da, wo das Wasser rinnt. Ich kann jetzt da rüberspringen. Okay, und was habe ich dann davon? Dann kann ich um das Ding herumklettern. Da muss ich bestimmt nach oben irgendwie. Ah! Oh, das war der erste Tod. Ah, ich hätte mehrfach C, nee, E drücken müssen. Ah, verstehe.
Ah, verstehe. Okay. Muss man ja alles erstmal wissen. So, kann ich nach oben? Da unten sieht es nicht so aus, als ob man da lang könnte. Der Schädel selber ist wohl auch uninteressant. Ist nur interessant, wo er hinguckt. Lando get on. Alle Einheiten bereit machen. Dr. Dominguez kommt nach unten. Verdammt, ich muss mich beeilen. Ja, der hetzt mich nicht so, Mensch. Das ist ein Gewehrplay, der wird nicht gehetzt. Das ist nix. Wie viele von diesen Haken hast du eigentlich? Nun? Abseilen? Oh je. Soll ich da drüber? Darüber kann man hier irgendwie schwingen oder so? Scheiße! Aha. Wandlauf. Drücken Sie A und D, um sich vorwärts oder rückwärts entlang einer Wand zu bewegen. Sammeln Sie genug Schwung, um über weite Klüfte zu springen. Ich schaff das. Kann ich noch weiter? Okay. So nicht. Ich schaff das. Alt. Rüber. Und dann runter. So. Alles kein Problem. Die Statue blickt zu dieser Höhle. Dann gehen wir doch da mal hin. So, halten Sie und schwingen Sie hin und her. Was? Ah. Oh, ja. Das ist es. Wie gut, dass das Bein schon wieder so gut mitmacht. Na du? Wie geht's dir? Dem hinten geht's nicht mehr so gut. Gibt's irgendwelche Schiffe? Nee. Ich glaube, die ist zu rau, die Küste. Da kann man nicht gut ran segeln. Jonah, ich betrete eine Höhle. Möglicher Kontaktverlust. Verstanden. Ich behalte hier Trinity im Auge. Was behältst du wohl im Auge? Pilzis. Dickröhrling, Pilz mit brauner Kappe und dickem Stamm. Verbessert die Ausdauer. Was ist das hier? Die Höhle steht anscheinend sonst unter Wasser. Das ist sehr ermutigend. Und warum jetzt nicht? Weil irgendwie Ebbe ist? Nee. Hi, Lara! Wie sie guckt. Da hängen... Totenkopf. Windspieler. Ich kann ja nicht hoch. Oh, Rattis. Nasse Ratten.
Das ist so gelb. Ist das wichtig, wenn es gelb ist? Nein. Kannst du eigentlich auch schleichen? Was sind da drin? Zeug, das du benutzen möchtest, ja? Ah, gut. Ich wäre ja ein bisschen wählerischer. Wandgemälde. Und so Wandgemälde, um den Dialekt zu verbessern. Aha. Fähigkeitenpunkt verfügbar. Was ist das jetzt? Herz der Schlange. Darstellung einer Reise der Maya. M-A-M. Moment. Das hier irgendwo? Nee, das ist nicht. Da ist es. Pfad der Sterne. Exodus. Artefakt einer Pilgerreise. Mann, begrenzt. 11%. Was auch immer mir das Spiel damit sagen möchte. Was? Da bin ich rein, genau. Da war dieses Ding hier so in der Ecke. Hier muss ich auf jeden Fall durch. Da passiert dann irgendwas. Mit dem Seil ziehen. Na, gleich. Was bist du? Die Inschriften auf diesem Maya-Monolithen sind unleserlich geworden. Aha, das heißt, du kannst damit nichts anfangen. Da unten ist so ein Stein. Ding da, Auge. Das ist aber offenbar völlig egal. Wenn ich hier das mache. Das sagt mir alles nichts. Ja, dann geht's wohl wirklich nur hier weiter. Dem Seil ziehen. Zielen Sie mit M und schießen Sie mit. Schießen Sie Pfeile mit M, um ein seilgewickeltes Objekt heranzuziehen. Was? Da habe ich heute einen anderen Bogen, oder? Aha, so soll das gehen. Aber was ist nicht einfach eingedrückt? Falle. Alles klar. Wegrollen. Oh je, oh je, oh je. Lara, ob ich so ein guter Guide für dich bin? Das wird sich noch zeigen. Da hängt ein Kopf. Das sind Dinge. Da geht's offenbar weiter. Blöde Frage, was ist das? Ah, das kann man kaputt schießen. Das fällt runter und zergeht zu gar nichts. Aha, es gibt Dinge, die ich kaputt schießen kann. Okay, okay, okay. Habe ich verstanden. So. Ah, du hast auch eine Taschenlampe dabei, das ist schick. Ratten! Was für ein Zufall, dass hier so ein Gang ist. Was ist das hier? Das ist das, wo du hin wolltest. Du hättest aber bei den netten Leuten auf dem Friedhof bleiben können. Zellen. Zellen. Da sind ganz viele Leichen drin. Die sehen ein bisschen verbrannt aus irgendwie. Wobei dann werden die Finger nicht mehr so gut erhalten. Zellen. Gedöns?
Und Pilzis. Da unten soll man offenbar durchtauchen. Ah, jetzt geht's an die Unterwasserfertigkeiten. Eieiei. Da kann ich doch rüberhüpfen, richtig? Na klar. Kannst du da durch? Nee. Hier drin muss was sein. Komm schon. Kann man hier vielleicht irgendwie hochklettern? Da. Nee, doch nicht. Doch, kann man. Aha. Und was bringt mir das ein? Komme ich hier hoch? Was klappert denn hier so die Fledermäuse? Oh, das ist hell. Ah, ich kann bestimmt darüber. Ich soll bestimmt darüber. Hier ist was. Ein kleines Keramikgefäß. Aha. Die Kanne ist wurscht. Warum muss ich da springen? Warum kann ich nicht einfach hier rüber gehen? Da brauche ich ein verstärktes Messer. Aha. Ach, hier komme ich nicht weiter. Ah, verstehe. Das heißt, ich sollte hier rüberhüpfen, richtig? Das ist aber weit. Das hat doch bestimmt noch irgendwie... Ah, guck mal da oben. Du glaubst wohl, ich sehe dich nicht, ha? Ah, von wegen. Ich muss darüber. Da gibt es bestimmt noch was zu klauen und einzusacken. Aber wie komme ich da am besten hin? Mal speichern. Oh ja, du kannst da landen. Es gibt Erfahrungspunkte und Ressourcen. Wenn ich da jetzt... Oh. Ja, hier hinten ist offenbar nichts mehr. Oder? Da ist so ein Seil. Das macht mich misstrauisch. Warum soll ich hier rüberhüpfen? Einfach nur, weil ich hier noch so einen komischen... Ah, da. Für zwei Pilze und einen Eimer soll ich hier rüberhüpfen. Herrlich. Oh, ich hau der Schweinerei hier nicht. Wenn es rot wird, kann man irgendwas schießen. Aber das ist hier offenbar nicht so wirklich der Fall. Ich bräuchte ein verstärktes Messer. Wie komme ich zu einem verstärkten Messer? Ich komme doch hier nie wieder hin, richtig? Das heißt, ich muss doch jetzt irgendwie irgendwas skillen, trainieren oder dergleichen. Ich habe ja einen Fertigkeitenpunkt bekommen, angeblich. Legende beenden. Nein. Ah, hier, ich habe schon... Ah, das waren diese... Zwei dieser Sammlungsobjekte habe ich gefunden. Wie kann ich hier was skillen? Fähigkeitensucher, Schritt, Springer, Schützen, Leiser, Krieger. Fähigkeiten sammeln, das ist genau meins. Es kann schneller schwimmen. Ressourcenkisten, Kampf, Pfeile schießen, herstellen. Bergungsgut. Waffenupgrades. Waffenupgrades, das ist doch was, womit man ein Messer machen könnte. Dient zum Durchscheinen von Seilen und
Angriff auf Feinde. Drücken Sie F, um Seil durchzuschneiden. Schalten Sie Messer-Upgrades durch Spielfortschritte, Tausch mit Händlern oder den Abschluss bestimmter Nebenmissionen frei. Ein verstärktes Messer kann zusätzlich dicke Seile durchschneiden. Ja, verstehe ich. Seilbarrieren. Barrieren aus dicken Seilen. Benutzen Sie das verstärkte Messer, um Barrieren aus dicken Seilen aufzuschneiden. Das würde ich gerne, wenn ich wüsste, wie das geht. Wenn ich wüsste, wie das geht. Sagst du mir hier irgendwas, wenn ich hier dran stehe? Fehlende Ausrüstung. Ja. Keine Ahnung, wie man das verstärkte Messer bekommt. Vielleicht finde ich das ja heraus mit euch gemeinsam im nächsten Teil. Bis dahin.